Harre, harre, hallo zusammen. Es gibt raue See und ach, jetzt habt ihr es gerade leider verpasst. Es kam Musik. Also die kommt halt, wenn man auf See ist. Die haben ja mal irgendwann in den Patch Notes geschrieben, die kriegen wir vielleicht mal auf dem Rückweg oder sowas. Also ich, keine Ahnung, habt die Insel gesehen und dann hört ihr Musik auf. Wahrscheinlich kommt die Musik immer nur dann, wenn nichts in Sicht ist. Wir sind jetzt auch schon echt ein bisschen weiter. Wir sind bei 18 East und 9 North. Ich bin erst ein bisschen nach Süden gesegelt. Und habe dann... Da hinten ist noch ein Schiff. Da taucht es auf. Da ist noch ein anderes Piratenschiff. Seht ihr das? Baut sich ein bisschen schwierig auf gerade, aber da ist eins. So richtig hohe Wellen sind hier. Naja, jedenfalls musste ich eine Zeit lang segeln. Ich dachte mir, oh, dann gehst du einfach mal Richtung Osten. Da ist so ein großes Loch. Da habe ich mir überhaupt noch nichts aufgezeichnet. Mal gucken, was da ist. Und dachte mir, na, kommt hier überhaupt nichts mehr? Aber jetzt ist hier weit und breit nichts zu sehen, wie ihr seht. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, was mich auf der Insel erwartet. Wahrscheinlich Tod und Verderben. Mal gucken. Ich denke mir, dass wir hier auch schon... Ich sollte wahrscheinlich mal beidrehen schon mal oder so, vielleicht. Machen wir mal so. Dann versuchen wir mal so ein bisschen längsseits ranzugehen. Wenn ich da jetzt frontal drauf zufahre, mit diesem Schiff, ist ja vielleicht auch nicht so die cleverste Idee, ne? Und Segel einholen, genau. Naps. Geht das noch hin? Floß ins Wasser und... Na, jetzt kriege ich doch wieder hier die Krise. Diese Ertrinken-Animation, ganz schwierig. Es ist ein sattes Blau, ne? Oder? Ich habe es jetzt übrigens mittlerweile wirklich komplett aufgegeben, euch in irgendwelchen Spielen heller zu machen. Nicht, weil ich zu faul dazu bin, sondern weil ich zu blöd bin, daran zu denken, dass dann bei Tagesanbruch wieder... wegzuschalten. Das hat mich letztens in 7 Days derart geärgert. In Folge 16, glaube ich, ja. Gucken, vielleicht ist ja keinem aufgefallen, aber mir ist es aufgefallen und das reicht mir dann auch schon, wenn mir das auffällt. Wow, 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 richtig mit Tempo rauf. Okay. Ja, wir sollten mal eben was essen. Achso, wo sind wir überhaupt? Wir sind bei, ich muss mal eben notieren, bei 20 East und 11 Nord. Das ist echt eine ganze Ecke weg, wo wir jetzt sind. Und wir haben doch hier noch reichlich zu essen. Wow. Und dann nehmen wir Crit Multiplier. Wieso, ich bin zu voll dafür. Aber so ein Apfel geht auch immer noch. Ne? Genau. Der hat auch geile Essensgeräusche. Mal gucken, was wir hier auf dieser Insel finden. Wir gucken uns jetzt erstmal im Dunkeln. Naja, so richtig dunkel ist es ja nicht. Ne? Jetzt haben wir auch schön Vollmond. Ich habe hier auch keinen Campfire gesehen. Ist mir aber auch wurscht, weil ich will ja generell wissen, was hier ist. Aber wenn hier kein Campfire ist, ist die Wahrscheinlichkeit für Spinnen ja doch relativ hoch. Ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Ich höre Grillen. Ich höre das komisch, dass ich so, wenn ich auf der Stelle laufe, schon so... Hört ihr das? Naja, okay. Wir wollen mal nicht kleinlich sein hier. Gucken, was wir hier so Schönes finden. Wahrscheinlich finden wir hier gar nichts. Es gibt auch so ein Symbol für Mountains. Oh nee, da sind Piraten. Nee, wenigstens ein paar. Dann machen wir da mal ein paar hin. So. Gucken wir uns da doch mal um. Aber dann umlaufen wir die erstmal und gucken mal nach, was wir hier... Oh, eine Kiste. Na, was haben wir? Hardwood Lock. Hearthstone Arrows, Pristine Deerpelt, die nehmen wir doch mal mit.
Wenn da schon wieder so große Kisten einfach so rumliegen, könnte es natürlich auch sein, dass ich habe da mal eine Idee. Ich mache mir mal eben, verdammt, ein Campfire und speichere hier mal. Weil ich nämlich auch keine Lust habe, bis hierhin wieder mit dem Schiff fahren zu müssen. Das war eine ganze Ecke. Aber okay, dank der genialen Map würde ich das jetzt ja auch problemlos hinkriegen. Vielleicht wäre es doch cleverer, bis zum Tagesanbruch zu pennen. Weil trotz der Laterne, die ich hier habe, ist das ja manchmal etwas schwierig zu erkennen hier, ne? Alles. Na, mal gucken. Auf der anderen Seite, so oft spielen wir jetzt auch nicht nachts. Das muss ich, habe ich immer noch nicht gemacht, dass ich da die Tastenbelegung irgendwie umgelegt habe. Moment, da ist doch eine Hütte. Ist hier noch ein Händler? Ach, das ist gar keine Hütte gewesen. Moment, das ist aber nicht mein Schiff. Das ist das andere Piratenschiff. Da könnten wir natürlich mal rauf und die haben aber schon. Oh, ey, könnt ihr das mal lassen mit diesem Geräusch? Ich mach mich kirre. Dachte eben einmal kurz, der Fels hat sich bewegt. Auf das Schiff können wir natürlich rauf und die Kiste plündern. Habe ich mir jedenfalls fest vorgenommen eben gerade. So, machen wir wieder Licht an. Ich will hier einfach nur mal so ein bisschen querfeld einlaufen und mal gucken, was ich hier so finde. Na, na, na. Meine Maus klickt gerade sehr laut. Mal gespannt, ob das in der Aufnahme mit drin ist. Ja gut, aber wenn hier Piraten sind, sind hier auch keine. Ich vertraue ja auf dieses Forenpost, was sagte, das aussagte, da wo Piraten sind, sind keine Spinnen. Und wenn ich Pirat wäre, würde ich mich auch nirgendwo niederlassen, wo Spinnen sind. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Es ist nun die Frage, was hier für ein Pirat ist. Ob das ein ganz ordinärer ist oder ob das bessere sind. Aber da hier nur ein Campfire ist und keine Hütten, würde ich einfach mal denken, das ist ein ganz normaler Pirat. Ich würde ja ganz gerne die anderen nochmal wiederfinden. Aber dann vielleicht mit einer besseren Waffe oder so. Also schlimmstenfalls müssen wir uns mal die blaue Waffe kaufen, die ist, ich glaube, Rüdiger hatte doch diese blaue Waffe, ne? Dieses blaue Schwert. Das soll ja sehr gut sein. Okay, jetzt laufe ich im Kreis. Das ist mein Campfire. Ach, ich bin vielleicht ein Idiot. Jetzt brauche ich schon einen Kompass, um über eine Insel zu laufen. Das ist ja unglaublich, ey. Wir laufen da jetzt direkt hin. Fertig. Aus. Ende Gelände. Oh, hier sind ja Hütten. Wird das ja lauschig eingerichtet hier. Du bist kein weißer Hirsch. Du bist mir egal. Hier ist er doch. Ja, ist ein normaler Piraten. Hörst du auf, mich zu schlagen, wenn du schon tot bist? Das kann ich gar nicht leiden. Was war denn das für ein Buch? Tools of Battle. Okay, mit den richtigen Gegenständen. Novice can surpass a master. Okay, kann auch ein Anfänger kann irgendwie ein Meister des Kampfes werden. Bla 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 bla. Hardwood.
Okay, mit Hardwood kann man einen einfachen Knüppel machen. Ja, okay, ein einfacher Knüppel und hier wird beschrieben, dass man eben Bogen daraus machen kann, auch aus Hardwood und Hearthstone. Ein Dolch. Hearthstone Ore. Okay, man benutzt Hearthstone Ore, um eine kleine Klinge zu craften. Und dann nimmt man, okay, dann nimmt man ein bisschen Deer-Pelz und kann sich dann daraus einen Dolch machen. Gut zu wissen, ein Scimitar. Die dünne Klinge muss aus einem sehr starken Material gemacht werden. Mehrere Ironite Ores braucht man dafür. Wir haben vier. Das ist doch am Chef hier, oder? Der macht mich kalt. Ei, Mann, ich habe doch geblockt, aber Verbände auf Taste legen oder sowas. Ah, das machen wir noch mal. Habe ich doch irgendwo auch gehabt, ne? Verband auf Taste. Verbände mehr was, oder? Nee, echt jetzt? Keine Verbände mehr? Da kann man welche herstellen. Das machen wir erstmal. Doch, ich muss noch Verbände haben. Ich habe dort auch welche gesehen vorhin. Wo habe ich die denn? Hatte doch welche gesehen. Auf 8. Okay, auf 8. Habe ich den Dings auf 8? Scheint mir wohl. Ja, auf 8 habe ich auch Angelköder. So eine blöde Idee. Okay, auf 1 habe ich das, auf 2 habe ich das, auf 3 habe ich gar nichts. Das ändern wir jetzt erstmal. Dann nehme ich die auf 3. So, und auf 4 habe ich die Waffe. Genau, beide. Okay, dann rüber. Wo war der? Hier unten irgendwo, ne? Da war er. Okay, das kriegen wir nochmal hin. Aber wer weiß, wo der jetzt hin ist. Ach, der ist ja jetzt vielleicht bis in die Pocken gelaufen. Das kann natürlich auch sein, dass der jetzt wer weiß, wo ist. Den sehe ich doch im Leben nicht mehr wieder. Ah, Mann, ich will ihn aber looten. Das finde ich doof an diesem Spiel. Weißt du was? Wir machen jetzt mal Rest hier, bis es hell wird. So, passt. Gehen wir erstmal an die Kisten ran. Ja, nehmen wir mit. Das ist nur eine. Ah, hier ist noch eine Chest. Ach nein, echt? Die ist verschlossen. Habe ich keinen Schlüssel mehr. Nein, der bronzene Schlüssel fehlt mir. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Okay, damit wäre auch die Frage wirklich beantwortet, ob die Schlüssel abgezogen werden. Werden sie? Okay, aber wir haben noch einen silbernen Schlüssel. Ich würde ihn jetzt aber schon ganz gerne noch finden hier. Ey, ich hoffe, das endet nicht wie mit dem Hirsch, ne? Dass der weg ist und nie wieder auffindbar.
Ich werde ihn so oder so ans Bein pissen und sein Schiff dann eine andere Farbe. Das gucken wir uns noch an. Ich werde ihn eher ans Bein pinkeln und sein Schiff ausräumen. Allein dafür, dass er jetzt abgehauen ist, die feige Ratte. Und das da sieht aber mehr nach meinem Schiff aus, weil hier auch meins liegt. Damit wir auch die Frage geklärt, ob es eine andere Farbe hat. Natürlich nicht. Ist ja meins. So ein Sackgesicht. Wo ist der denn hin? Feige Ratte. Wir gehen da mal eben rüber hier. Und da drüben haben wir noch irgendwas gesehen. Entweder war das ein Stück Holz oder das war eine Kiste. So, ich hoffe, das funktioniert nächstes Mal besser. Ich möchte ihn auf jeden Fall noch legen. Aber wir wissen ja, dass irgendwie von Inseln Sachen verschwinden können. Was habe ich denn hier gesehen auf die Entfernung? Ich hätte schwören können, hier irgendwas gesehen zu haben. Ich laufe ja nicht aus Jux und Dollerei hier rüber. Okay. Ich weiß es nicht. Dann suchen wir ihn mal. Das ist echt ein bisschen doof. Ich glaube, ich besorge mir mal so einen Reddit-Account und schreibe da mal was ins Forum. Ich hätte ganz gerne den Hirsch wegen des Deerpelz. Den hätte ich wirklich gerne mal. Boah, es ist so doof, dass wenn man schleicht, langsamer ist als der Hirsch, der einfach nur gerade einen Einkaufsbummel macht. So treffe ich doch nie den Kopf. Hallo, oh, es ist so ermüdend. Ich treffe den nicht so, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, doch, treffen tue ich ihn, aber er stirbt halt nicht, weil ich zu weit weg war. Oh, leck mich doch am Arsch. Ihr könnt mich mal. Ich will jetzt diesen Piraten hier finden. Den Kapitän. Ich möchte seinen Schlüssel haben. Er kann doch jetzt nicht kilometerweit weg sein. Doch nicht mit rechten Dingen zu hier. Und gleich grumpft er mich irgendwie von der Seite an und dann bin ich wieder überrascht und dann hat er einen Heimvorteil. Okay, das ist. Die Kiste, ach nee, das ist keine Kiste, das ist Holz. Ich sollte jetzt schon mal einen Verband einwerfen. Für den Fall, dass ich den anderen gleich treffe. Wo ist der denn hin? Ja, das ist die leere Kiste, da falle ich nicht nochmal drauf rein. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Und hier ist keiner. Gucken jetzt mal da oben bei der Hütte, ob er da ist. Und ansonsten würde ich sagen, setzen wir nochmal rüber zu dem Schiff. Muss ich ja gleich auch erstmal. Das ist ein anderer Pirat. Also ich sehe hier keinen. Und die Vögel, die Geräusche sind echt gut, die sie hier haben. Muss ich sagen. Die Geräusche sind echt gut. Ich finde es nur total blöd, dass die Gegner hier derart blöd abhauen. Sag mal, echt. Dieses Nachschlagen geht gar nicht. So, das ist jetzt aber deren Schiff. Würde ich sagen, oder? Oder blamiere ich mich jetzt wieder? Nee, das muss deren Schiff sein.
Doch, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, dass es deren Schiff ist. Und dann gehen wir da halt rüber. Fertig. Echt? Dann gehen wir auf den Rückweg nochmal vorbei. Vielleicht ist er dann ja da. Ja, siehst du. Ach Mensch, Well. Hättest du den gleich beim ersten Mal gelegt, hättest du das Problem nicht gehabt. Immer dasselbe. Und hier ist aber weit und breit auch keine andere Insel irgendwie. Ich bin gespannt, was ich hier. Ich werde mal gleich tagsüber am besten mal weiterfahren. Ich hoffe, das ist nicht mein Schiff. Würde ich mich ärgern. Wow! Nee, das ist nicht mein Schiff. Shit. Also da brauche ich auch eine Bronzene nur für. Gut. Dann bauen wir mal weg hier. Nee, ist falsch rum so. Versuchen wir es mal so. Genau. Nee, so auch nicht. So vielleicht. Komm, schieb das Schiff weg. Ja, es ist, glaube ich, das stärkste Floß der Welt, was ich hier erwischt habe. Wirklich. Jetzt müssen wir unser Schiff wiederfinden, ne? Da sehe ich was laufen. Da sehe ich was laufen, glaube ich. Ich glaube, da bewegt sich was. Das sitzt genau hinter dem Mast. Vielleicht ist er das. Vielleicht ist es auch nur irgendein Pirat. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal eben hin. Mein Schiff ist sowieso auf der anderen Seite. Naja, das ist ein Pirat. Moment. Ich sag ein anderes Campfire und noch eine Kiste. Da, links kommt doch auch noch einer, oder? Da war doch noch was zu sehen im Bild. Was haben wir da? Habe ich einen Schlüssel bekommen? Nein, habe ich nicht. Ich hätte jetzt gedacht, da ist noch einer. Okay, die Kiste kriegen wir ja auch nicht auf. Wahrscheinlich. Ah, shit. Ach, okay, da kommt er. Nein, oh, ich wollte gerade, ich habe noch Verband, aber ich kann nicht so schnell hintereinander Verbände benutzen. Ach, ist das frustrierend. Ich keine Ahnung, ich muss irgendwie besser werden. Er hat die Uhrzeit mitgespeichert? Seriously? Ehrlich? Wir fangen jetzt wieder in der Nacht an. Da speichert er die Uhrzeit mit? Mir kommt das gerade komisch vor. Okay, ja, dann gehe ich doch nochmal rüber. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Komm, ein letzter Kampf, das muss einfach funzen hier. Das geht ja gar nicht anders. Und den Heiltrank lege ich mir dann mal auf die Taste. Keine Ahnung. 7. Was liegt denn noch auf 7? Kompass liegt auf 7. Den nehmen wir mal eben raus da. Heiltrank auf 7. Okay, gut. Ich treffe mir mal Vorbereitung und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Okay, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und bis dann. Tschüss.